Genau, das nächste Projekt nennt sich Humipedia, ist von Jon, Benny, Jenny und Magnus. Viel Spaß. Ja, unser Projekt heißt, wie ihr es schon sehen könnt, Humipedia. Und das ist eine Website bzw. eine Suchmaschine zum Pflanzenanbau. Und unser Motto ist, wir erklären deine Pflanzen. Ja, also wir haben die Technologien und Programme NWU plus Editor verwendet, das Grafikprogramm Procreate. Wir haben Git plus GitHub für die Version Control verwendet und das Zusammenarbeiten. Inkscape für Grafiken und MySQL und XAMPP auf dem Webserver. Als Sprachen haben wir dann noch SQL, CSS, HTML und PHP verwendet. Ja, wir haben natürlich auch einige Daten dafür gebraucht und als erstes haben wir Pflanzen in Deutschland gesucht, die man als solche kultivieren kann und haben dafür die Webseite Pflanzen in Deutschland verwendet. Weitere Recherche haben wir dann mit Wikipedia betrieben und zum Design der Webseite haben wir die Bilder von Pixabay und Unsplash bezogen, da diese unter einer freien Lizenz laufen und damit am besten für unser freies Programm geeignet sind. Genau, und für die Webseite haben wir außerdem zur Farbgestaltung und zur Findung der Farben für Hintergrund und Schrift die Webseiten Rapid Tables und Flat UI Colors verwendet. Zum Design. Wir haben versucht, die Farben so anzupassen, dass sie zum Thema Pflanzen passen. Unser Logo ist auch eine Pflanze und ich habe dieses Logo designt mit Procreate, also gezeichnet und den Kreis außenrum erstellt mit Inkscape und weitere Grafiken auch mit Inkscape. Ja, ich werde jetzt eine Live-Demo vollführen. So sieht die Webseite ohne das CSS aus, ziemlich hässlich. Das wird natürlich noch überarbeitet. Aber jetzt geht es ja erstmal um die Technik. Und zwar, wenn wir hier auf Suche klicken, kriegen wir diese Seite. Hier sind jede Menge Pflanzen. Da kommen natürlich nach und nach mehr Pflanzen hinzu. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sowas wie Beere eingeben, dann kriegen wir Brombeere, Erdbeere, Himbeere und Johannisbeere. Später sollen dann auch noch kategorische Filter, wie zum Beispiel Obst und Gemüse, hinzugefügt werden. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Also mich würde ja interessieren, ob da auch die Pfefferminze drin ist, aber Matthias hat bestimmt ganz andere Fragen an Pfefferminze, euch. Pfefferminze, also, super. Ja, kommt bitte, doch einfach mal rüber. Bitte geht zu Matthias. Ja, grün auf jeden Fall eure Webseite, grün auch euer Thema. Wie ist denn eure Vorauswahl gewesen, welche Pflanzen ihr überhaupt erstmal initial verwenden wolltet? Wir wollten erstmal Gartenpflanzen verwenden, die man auch so jetzt ohne weitere Probleme anbauen kann. Okay, also für jeder Mann und jeder Frau etwas dabei. Ich habe gesehen in eurem Technologie-Stack, ihr habt euch ja für eine Programmierung mit PHP entschieden. Dann hat man ja bei der Webprogrammierung ganz viel Auswahl. Wie seid ihr auf PHP gekommen? Ja, also für das Backend und den Serverkram war ich zuständig. Und ich habe PHP verwendet, weil ich das schon konnte und damit leichte Expertise hatte. Ja, wunderbar, die kann man hier auch weitergeben. Ansonsten die Bilder auf jeden Fall eine wichtige Sache. Ihr habt gesagt, ihr habt euch für zwei Quellen, Pixabay und Unsplash, entschieden für freie Bilder. Könnt ihr es nochmal motivieren, was da so wichtig ist heutzutage bei Bildern? Also kann ja auch was drohen, ne? Genau, recht am eigenen Bild und das habt ihr auf jeden Fall schon abgelenkt, dass ihr keinen Abmahnanwalt davor ist. Eigentlich auch eine wichtige Sache für jeden Webentwickler und Webentwicklerin. Und ja, ihr habt gerade schon gesagt, ihr wollt habt weitere Funktionen geplant, wie beispielsweise Kategorien einbauen. Könntet ihr euch sonst noch vorstellen, zu Inhalten, zu den Pflanzen, was man noch so für einzelne Thematiken aufgreifen könnte? Ja, zum Beispiel das Klima, das die Pflanzen benötigen oder auch wie lange die Pflanzen wachsen und wann man sie aussehen kann. Genau, also viele weiterführende Informationen, die sind auf jeden Fall denkbar. Dafür habt ihr hier schon mal einen super Grundstein gelegt. Und da nochmal einen herzlichen Applaus für diese Gruppe. Okay.